Hans-Joachim Watzke hat die erneuten Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga kritisiert. Mir geht es nicht darum, jetzt die Stadien voll zu machen. Das wäre ein völlig falsches Signal. Aber ich halte 10% der Stadionkapazität für angemessen. Meinetwegen sogar 10% ausschließlich Geboosterte, sagte der BVB-Geschäftsführer im Spiegel-Interview. In Dortmund könne man 8000 Zuschauer mit unserer Infrastruktur so verteilen, dass sie physisch so gut wie nichts miteinander zu tun haben. So Watzke weiter. Der 62-Jährige ist der Meinung, dass der Fußball als Symbolpolitik herhalten muss. Erklären Sie mir, warum Musicalhallen zweimal pro Tag mit 750 Menschen und einer Auslastung von 45% besetzt werden und in den großen Freiluftstadien keine Zuschauer zugelassen sind. Da fühlt man sich schon ein wenig im Stich gelassen. So Watzke weiter. Paul Wanner ist nach dem Spiel gegen Gladbach nun der jüngste Bundesligaspieler des FC Bayern. Der Mittelfeldspieler war bei seinem Debüt exakt 16 Jahre und 15 Tage alt. Nach dem Spiel erhielt der Teenie sogar noch ein Extralob seines Trainers. Paul Wanner hat einen sehr guten Eindruck gemacht, sagte Julian Nagelsmann bei The Zone. Auch auf der Pressekonferenz fand er lobende Worte für den 16-Jährigen, warnte gleichzeitig aber auch, er muss klar bleiben im Kopf, dann stehen ihm Tor und Tür offen. Wenn nicht, ist die Tür schnell auch wieder zu. Er ist ein herausragender Spieler, aber hier oben im Kopf wird es entschieden, wo es hingeht. Unten kann er alles, so Nagelsmann weiter. Der jüngste Bundesliga-Profi ist Youssoufa Moukoko vom BVB, der mit 16 Jahren und einem Tag debütierte. Tottenhams Trainer Antonio Conte geht beim dänischen Nationalspieler Christian Eriksen in die Offensive. Eriksen, der bei der EM im Sommer einen Herzstillstand erlitten hatte, dürfte jederzeit beim englischen Erstligisten mittrainieren, sagte Conte. Es ist großartig, dass er wieder Fußball spielen darf. Für ihn ist die Tür immer offen. Der 29-Jährige, der von einer WM-Teilnahme in Katar träumt, stand zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag. Wegen einer Regel in Italien, die das Spielen mit einem eingesetzten Defibrillator untersagt, kann der Mittelfeldspieler seine Karriere dort nicht fortsetzen. Trotz der dramatischen Ereignisse halten Eriksens Ärzte eine Rückkehr für realistisch. Leistungssport sei demnach auch mit Defibrillator möglich. Eriksen kennt Conte aus gemeinsamen Zeiten bei Inter Mailand. Dort hatten die beiden in der vergangenen Saison gemeinsam die italienische Meisterschaft gefeiert. Für Tottenham hatte Eriksen bereits 2013 bis 2020 gespielt, ehe er dann nach Italien wechselte. Laut Mercedes-Motorchef Toto Wolff zieht Lewis Hamilton seine Motivation auch aus dem Rassismus, den er als Kind und Jugendlicher erleben musste. Dies spielt eine wesentliche Rolle, sagte Wolff im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Als Kind wurde er auf der Go-Kart-Bahn beschimpft. Weiße Eltern haben ihren Kindern den Umgang mit ihm verboten. Das hat definitiv auch bei ihm große Narben hinterlassen. Das Rennfahren sei für Hamilton das Ventil gewesen, es allen zu zeigen. Und es ist es noch immer. Er spreche mit seinem Topfahrer ständig darüber, sagte Wolff. Hamilton ist mit 7 WM-Titeln Rekordtitelträger in der Formel 1.